say, hurry up. Hallo Freunde der Sonne und des Geocachings. Ihr seid wieder auf meinem Kanal gelandet. Wir gehen heute zusammen geocachen. Schaut mal, wo ich heute gelandet bin. Auf einer riesen Burgruine. Hier irgendwo muss der Cache versteckt sein. Wow. Wir schauen mal, ob wir den finden. Ich mit euch zusammen. Erstmal möchte ich alle neuen Abonnenten begrüßen. Grüße gehen raus an euch. Servus zusammen. Danke dafür, dass ihr hier gelandet seid. Wow. Und da soll der Cache sein. Cool. Also, heute ist richtiges Badewetter, aber ich gehe cachen mit euch. Also, wenn ihr mich seht, ist Freitag, Wochenende und das Wetter wird auch immer schöner. Wow, ich glaube, morgen gehe ich baden. Nicht cachen. Schaut mal, mal sehen, ob wir reinkommen überhaupt in die Burg und den Cache finden. Ich meine, ich glaube, der muss ganz in der Nähe sein. Noch 50 Meter ungefähr. Also, wir schauen mal, ob wir reinkommen. Voll mystisch, wenn die da mal rausfliegen da oben. Wir gehen mal weiter. Schauen wir mal, ob wir da hochkommen. Nehmen wir euch mal mit. Voll cool. Da geht es auch noch hoch. Wir gehen überall mal lang. Und Turm. Hey, heftig, wo wir hier sind. Schaut mal. Was man hier alles findet. Wir gehen mal hoch. Nehmen euch mit. Leider verschlossen. Lasst uns rein! Voll cool! Öffnungszeiten, aber durch Corona ist natürlich alles geschlossen. 2 Euro, Kinder 1 Euro. Kinder frei, Jugendliche 1 Euro. Voll billig. Also, ich suche mal weiter. Aber trotzdem voll schön. Wow! Nicht runterfallen. Schaut mal, der Baum und die Wurzel, heftig, ist voll verschlungen. Da muss man ja noch Fotos machen, voll schön. Wow. Hört ihr das? Da hinten werden im Wald Bäume gefällt. Wird alles hier restauriert, glaube ich, weil manches sieht echt ziemlich neu aus. Voll schön. Aber da kommen natürlich wieder Jugendliche und die kritzeln das so dumm. Das sieht auch neu aus. Ich glaube, dann wird hier noch eine Treppe, geht dann später noch hier runter, schätze ich. Das Wetter und wow, die Aussicht. Hammer. Schaut euch das an.
paar Leute sind immer unterwegs, aber jetzt suchen wir den Cache. So, jetzt nähere ich mich den Cache. Muss hier auch mal durch. So, das quietscht. Jetzt sind wir genau im Gelände, wo die Kühe sind. Hä? Oh, ein Kuhfladen. Fast wäre ich reingetreten. Zum Glück sind keine Kühe hier. Jetzt sind wir genau. Hier laufen sonst immer die Kühe lang. Oh, da unten sind sie. Schaut mal. Und ich befinde mich mitten bei den Kühen. Aber schaut mal. Nichts zu finden, oder? 7 Meter, sagt das App. Nicht, dass die Kühe kommen. Ich such mal. Da unten liegt was. Ich habe was gefunden. Seht ihr das? Ganz unten liegt eine Dose. Puh, na gut. Dann muss ich rein und sie holen. Wir haben unsere erste Dose für heute. Ich musste da unten reinkriechen. Ich habe sie erst mit dem Stock durchgeschoben und unten dann in das Stachel rein und habe sie geholt. Schaut mal, was hier drin ist. Ein paar Murmeln oder sowas. War ganz schön schwer, die erste Dose. Aber es hat sich gelohnt. Ein Logbuch, ein schönes, großes. Ein paar Stifte und ein ganz neues Logbuch fast. Da-ding, da-ding. So. Gut, verstauen wir wieder alles, lassen natürlich noch einen Aufkleber da. Zack. So. Ah, wir könnten noch, schmeiß mal da rein. Ich habe noch viele Pokémons mit. Können wir noch 2 Pokémons reinschmeißen. Schaut mal, was ich für coole Pokémons habe. Schmeißen wir hier rein. Aber diesmal verstecken wir sie ein bisschen besser. Nicht, dass sie runterfällt. So. Geschafft für heute. So. Jetzt machen wir uns auf zum Auto. Verlassen das schöne Gelände hier, die schöne Burg im Hintergrund, und fahren zum nächsten Cache. Bis gleich. So, wir sind jetzt bei der nächsten Dose, beim nächsten Ort angekommen. Schaut mal, wo ich hier bin. Landkreis Ober Allgäu Erholungsgebiet. Hier, kann ich hinsetzen. Erstmal Pause machen. Und hier kann man ein bisschen Kneipp-Treten machen. Ja, ja. Und kein Trinkwasser. Aber trotzdem ein bisschen abkühlen können wir uns. Boah, heute ist echt warm. Ich hätte doch lieber Bahn gehen sollen. Und eine Idee, ich glaube, irgendwas habe ich gesehen. Ich glaube, hier oben. Ich suche mal ein bisschen weiter bei den Bänken.
ich komme ein bisschen näher, hoffe ich doch. Ah, ich hab die Dose. Hinterm Brunnen hat sie sich versteckt. Cool. Cool, cool. Unser zweiter Cache für heute. Geil. So. Schauen wir mal. Wow, lauter Spielzeug, ne? Stempel lassen wir da. Und Datum. So, folgt mir. Wir verstecken es wieder. Hier hinten. Schaut wieder da runter. Jetzt geht's weiter. Verlassen wir diesen Steinbock hier. Ciao, ciao. Also, bis gleich. Jetzt sind wir in der Nähe von der nächsten Dose, aber schaut mal. Hammer. Also ich glaube, hier komme ich auch mal mit dem Stand-Up-Paddle her. Da kann man einfach da runterlaufen, da unten sich hinlegen. Echt schön. Schaut mal. Der Hammer. Echt. Wow. Aber ich bin ja zum Cachen hier mit euch. Und ich glaube, wir sind ganz in der Nähe. Seht ihr die Eisenbahn da oben? Voll heftig. Mein kleiner Affe hat die Dose geholt. Und wir locken uns gleich mal hier vorne ein. Ah, unser nächster Cache, unser dritter heute. Schaut mal, das Logbuch. Und jetzt wird die kleine Dose wieder versteckt. Vom kleinen Äffchen. Schaut mal. Da oben hat man sie reingelegt. Bahnhof Moosbach. Echt eine echt coole Idee. Super. So. Jetzt geht's weiter. Puh, zum nächsten Cache. Bis gleich. Jetzt schön am See beim nächsten Cache, aber leider können wir den nicht holen. Der ist hier irgendwo bei der Skulptur. Hier irgendwo ist er magnetisch angepinnt, aber hier sind leider zu viele Muggels, dann können wir das nicht holen. Der ist da unten drin. Dankeschön. Irgendwo magnetisch unten drin. Ne? Ich hab. Okay, wir locken ihn schnell. Das Logbuch, unauffällig. Hier locken wir uns ein. Datum. Wieder zurück. Yes! So geil. Konnten wir uns doch noch einlocken. So, Freunde. Ich mache jetzt Schluss für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Abo da und ein Like. Ich würde mich riesig freuen. Jetzt gehe ich zum Baden. Ich verlasse euch mit diesem schönen Ausblick. Oh, zum Glück geht ein bisschen Wind. Sonst wäre es echt zu heiß. Wahnsinn. Aber echt hammerschön. Jetzt geht's zum Baden. Yes. Bis nächste Woche, euer Guido. Ciao.